Mama Mia. Ach, mein Lieber, nein. Hey, warum sehen Sie mich so an? Sagen Sie es ihr. Was sagen? Was zur Hölle ist hier los? Als Sie den Xenomorph im Gesicht hatten. Ich hab doch gesagt, der war tot. Mit mir ist alles in Ordnung. Sah er knochig aus und weiß? Fast wie eine Spinne mit Schwanz? Ja, mein Hals tat etwas weh, aber ich bin okay. Bella, Sie werden sterben. Woher wollen Sie das wissen? Was ist mit Keith passiert? Oh. Blut hat's erwähnt. Wie lange? Hat überlebt. Stunden, vielleicht einen Tag. Oh, ich muss mich übergeben. Ja, muss mir jeder. Er hebt so gleich gesagt. Los, was soll. In der Nähe gibt es eine Kolonie. Hadley's Hope, oder was davon übrig ist. Unsere Funkverbindung nach dort funktioniert nicht. Wir müssen alle, die von Yasulako übrig sind, dorthin bringen. Was ist da geschehen, Sir? Der atmosphärische Prozessor ist anscheinend mit der Wucht einer 40-Megatonnen-Bombe in die Luft geflogen. Das klingt nicht gerade erfreulich. Nee. Das ist alles, was wir haben. Also weiter. Sir, wollen Sie uns verraten, was da mit Wei Yu passiert ist? Ich denke, es ist klar, dass sich die United States Colonial Marines mit Valent Yutani im Krieg befinden. Was anderes. Sir, was wissen Sie über die Marines, die vor 17 Wochen hergeschickt wurden? Dasselbe wie Sie. Zwei Truppen mit einer Vale-Titani-Begleitung und einer Zivilistin. Die Zivilistin, ein Warrant Officer namens Ripley, Corporal Hicks und ein kleines Mädchen waren die einzigen Überlebenden des Planeten, die es auf die Sulaco geschafft haben. Sie waren im Kryoschlaf, als sie auf Fury 161 gelandet sind. Heißt das, Wayland ist an Bord des Schiffes gegangen und hat es hierher gebracht? Warum? Das macht doch keinen Sinn. Nein, macht es nicht. Augen auf, Raid. Ah. So war durch das also. Der hat die rausgebracht und hat die Solango wieder zurückgebracht. Oder ja. Hierher gebracht, alles an beim zweiten Teil angefangen hat. Interessant. Oh, Sturm. Endlich hoch. Ja, toll. Da war doch zwei oder drei Alien, gell? Scheiße, habt ihr das auch gehört? Ich werde nicht bleiben und rausfinden, was das war. Ich kann nicht. Ich hab's es. Es sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber Hadley's Hope ist unsere beste Chance. Dort können wir eine Operationszentrale aufbauen. Also gut, dann zur Operationszentrale und absichern. Wir müssen über 100 Leute zusammentrommeln. 100? Ja, ne, wie es hier aussieht. Na gut, um Schiff. Scheinbar waren wir. Boah, der ist schwer gekämpft worden.
Mein Radar empfängt was. Schlecht. Sie haben nur irgendjemandes Habseligkeiten aufgespürt. Mann, keinen Fehlalarm, bitte. Ich brauch mein Nervensystem, aber ich brauch das nicht hier. Winter, schweißen Sie die verdammte Tür auf. Warum ich? Das ist mir eine scheiß Schweißerei da. Aber schon heftig, ne? Also. Wir müssen das jetzt zum Laufen bringen. Bishop, sehen Sie, was Sie tun können. Natürlich, Sir. Legen Sie die Smart Gun dort auf den Tisch. Winter, machen Sie sich am Terminal zu schaffen und bringen Sie den Tisch zum Laufen. Oh, cool, Herr. Bewegt euch hierher. Bishop und ich werden hier alle Systeme diagnostizieren, die starten. Bella und Raid gehen zum Funkturm und stellen eine Verbindung zu unseren Jungs da draußen her. Holt alle hierher. Sir, ich würde Sie gern begleiten. Ich könnte Sie beschützen. Sparen Sie sich das, Babyface. Sie gehen mit Winter sich in die Umgebung und bringen Bewegungssensoren an, die wir überwachen können. Gut, verstanden. Was? Warum ich? Wird erledigt, Sir. Warum ich das? Oh, Mann. Auch Mädels. Kommt. So, was war schon im Kopf-Modus sein, gell? Und dann mit seiner eigenen. Captain gerade Babyface genannt. Jawohl, Babyface. Bringen wir die Sensoren an. Ich will wieder zurück. Ich weiß. Seid vorsichtig. Hiermit schützen wir uns alle, nicht nur Bella. Also bis gleich. Das ist nervig, ja. Bis gleich.